Guten Morgen. Guten Morgen. Von der Insel Leka. Ja, wir sind hier am europäischen Nordmeer. Das ist da drüben. Die Insel liegt mittendrin. Da ist das Festland. Und da waren wir gestern wandern da oben. Oh ja. Ja. Ich spüre das immer noch in meinen Knochen. Ja, schön über die Steine gewandert. Das war eigentlich eine schöne Wanderung. Oben haben wir gedacht, es fängt an zu regnen. Haben Glück gehabt, es hat nicht angefangen, aber es hat dann die ganze Nacht geregnet und wir wollten eigentlich heute noch eine Wanderung machen. Ja, der schönste von Skandinavien soll das angeblich sein. Ja. Aber es nieselt gerade eben schon wieder ein bisschen und dadurch, dass die ganze Nacht geregnet hat, wird es da oben wahrscheinlich auch matschig und schrutschig sein. Nass und wäh. Und deswegen werden wir heute Leka verlassen und dann geht es weiter in Richtung Norden. Wir wollen heute auf jeden Fall nach Fik. Das ist auf einer Insel und dann mal schauen, wo wir da noch einen Stellplatz kriegen. Dann kann er mal wieder angeln. Dann kann ich auch mal wieder angeln, genau, weil hier war es zu weit weg vom Wasser. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wo es uns heute hintreibt. Um 12.40 Uhr geht die Fähre. Jetzt haben wir noch 2 Stunden Zeit. Hier ist auch eine Entsorgungsstation, da werden wir jetzt noch Wasser entsorgen. Und ansonsten lassen wir uns heute einfach mal auf den Tag ein Ja. Und hoffen, dass es trocken bleibt. Nicht so wie jetzt anfängt. Nee, jetzt fängt es schon wieder an zu nieseln. Da ist blauer Himmel, also den nehmen wir jetzt am besten mit. Und die Wolken schieben wir vor uns her Richtung Bordeaux. Apropos Bordeaux, haben wir jetzt schon mal geschaut. Da sind wir ja jetzt heute ist Freitag, nächste Woche Donnerstag wollen wir da sein. Da soll das Wetter nicht so schön werden. Nee. Vor allem stürmisch mit 81 km/h Windgeschwindigkeiten nachts. Oh je. Das wird eine unruhige Nacht. Aber da wollen wir jetzt noch nicht dran denken. Wir gucken jetzt erstmal noch die Küstenstraße 17 an. Da kommen wir nämlich heute drauf. Wir wollten die ganze Zeit schon drauf sein. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Ja, und jetzt gehen wir rein, weil sonst wären wir pitchenass. Die Silvia guckt nämlich schon so. Ich mag kein Wasser auf meine Brille. Die Fähre liegt schon da und wir stehen in der ersten Reihe. Abfahrt ist aber erst um 12.40 Uhr. Die Silvia ist sich da nicht sicher. Die will am liebsten wieder zurück ins Wohnmobil. Bin mir da nicht so sicher.
Something about me feels strange. Something is just not the same. I haven't been thinking about you, even when I should. All the lies they told, I've forgiven. All the fights and whose fault, I forgot. I've done all in my power to heal them, all of my scars. Doch, die Silvia. Mit Philo. Der hat bestimmt geheult, weil ich nicht dabei war. Komm mal hier. Auf, schnell! Schnell! Irgendwas. Auf was warten wir denn? Keine Ahnung. Schaut mal, uns scheint die Sonne ins Gesicht. Genau. Und wir sind jetzt an der Fähre und jetzt geht's wieder auf eine Insel. Schon wieder auf die Fähre. Ja. Ist doch ruhiges Wasser. Also du hast doch Glück. Ja, trotzdem ist mir flau im Magen. Ja? Flau im Wagen und Watt im Kopf. Nein, Watt im Kopf habe ich noch nicht. Doch, hast du auch gesagt. Du hast gesagt, du bist leicht im Kopf. Ja, ja, also wunderschön hier. Wetter spielt mit, optimal. Und jetzt geht's auf die Insel. Mal gucken, was wir da noch so alles sehen. Ja, schauen wir mal. Ja.